Willkommen zu einer weiteren Folge Space Engineer Staffel 2. Immer noch alleine, ohne Kizi. Mal gucken, ob du überhaupt nochmal dazu stößt wieder. Wir sind immer noch dabei, hier die Leitung zu legen. Ah, verdammt. Das vielleicht ein bisschen so geschweißt, wenn wir hier mit Petra ranfliegen, das hinhaut. Wäre schon geil. Mal gucken. Die 5. So. Da dürfte man eigentlich alles geschweißt kriegen mit der Petra. So. Hier haben wir sie. Gut, Motoren fehlen, aber das rüsten wir dann gleich noch nach. Erstmal wieder Orientierung finden. Hier müssen wir rein. Okay. Was fehlt denn jetzt hier? So viel? Das ist nicht gut. Da müssen wir doch noch mal ein bisschen hier was wegflexen. Damit wir das erstmal geschweißt kriegen. Wollen wir doch alles von Hand machen. Das dürfte relativ schnell gehen. Eigentlich. Okay, wir füllen jetzt hier mal Hersteller rein. Ich glaube, es würde doch funktionieren mit der Petra. Haut's doch nicht hin mit der Petra. Wo ist das Zeug einfach zu schnell aufgebraucht? Ach, egal, machen wir es per Hand. So. Ohne Wenn und Aber jetzt. So. Erstmal Orientierung wieder kriegen hier. Wow. Da war der Autosave. So.
Das hätten wir gleich alles fertig. Zumindest fast. Brauchen wir, so wie es aussieht, nur noch kleine Stahlrohre, oder? Und Motoren? Klasse. Läuft. Super. Nehmen wir erstmal die kleinen Stahlrohre mit. Und dann die Motoren. Genau, es fehlen nur noch Motoren. Ja, und Panzerglas, aber die Leitungen funktionieren zum Glück auch ohne. So. Da hätten wir alles, da hätten wir alles. Oh, fehlen jetzt nur noch Motoren, so wie es aussieht. Ja, okay. Da hätten wir das dann auch schon mal fertig. Huch. Motoren. Hier haben wir nochmal Motoren. Hier haben wir nochmal welche. Und hier. Das dürfte aber reichen. Ah. Inventar ist sowieso voll. So. Läuft. So. Und fertig. Wunderbar. Brauchen wir jetzt wieder Stahlplatten? Schweißen das hier hinten noch mal schnell per Hand zu. Weil da kommen wir mit der Petra definitiv nicht ran. So. Machen hier nochmal alles dicht wieder. So. Dann kommt ja hier wieder was rein. So. Den anderen können wir von unten schweißen. Dann so und so. Schweiß mal erstmal. So. Ja, und jetzt noch hier. Zack und zack. Genau so. Hat man jetzt hier oben was aufgeflext gehabt? Oder ist der Raum dicht wieder? Der provisorische Raum ist eigentlich dicht. Dann dürfte man ja gleich hier Sauerstoff bekommen. Und wir könnten einen Helm absetzen. Genau. Die Frage ist, wie setzt man nochmal den Helm? War das V? Nee. Was war denn das? Oh, welche Taste war denn das? Ich hab das total vergessen. Z? Nee. T? Nee. Wunderbar, jetzt können wir hier ohne Helm rumrennen. Yeah! Wir haben Luft hier unten.
Wunderbar, läuft bei uns. Oder könnten wir ja hier unten rein theoretisch einen Sarkophag reinstellen? Dann hätten wir hier unten immer Luft und einen kleinen Sarkophag zur Verfügung, wenn wir sterben sollten. Was war das? Die J-Wars. Ah, gut, okay. Was brauchen wir überhaupt jetzt so einen Sarkophag? Gleich mal gucken. Geh. Nochmal einen Schluck Kaffee nehmen. Ey, cool. Ach geil, der Stargate-Mutter hat ja hier, der Mutter ja noch ein bisschen was eingefügt. Cool. Müssen wir uns gleich mal angucken. Oh, geil. Geil. Das ist geil. Okay. Und... Hä? Wo wollen die jetzt hin? Ah, cool. Und die brauchen viel. Cool. Okay. Die werden wir definitiv hier mit einbringen, die Türen. Ach ja. Ein Sarkophag. Mal gucken. Ja, Quader durften wir genug haben. Fällt ein, wir hatten noch Club 1 über in Sarkophag in dem Schiff, der weg konnte. Da können wir den eigentlich abflexen und mitnehmen. Boah, der Schnuppen, der nervt, Leute. So. Gucken wir mal hier oben. Ich glaube, hier war das. Hier war doch nochmal so ein Sarkophag, der weg konnte. Genau. Den nehmen wir gleich so mit. Oder zumindest fast. Und wir sind am folgenden angelangt, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Kommentar da, einen Daumen oder Abo oder alles. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.